Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, eurem regionalen Infokanal auf YouTube, direkt live hier, weit überm Tottenauer Wasserfall, auf der Black Forest Line. Ja, wir haben heute Mittwoch, der 24. Mai 2023, das Wetter ist hier leicht bedeckt. Ich habe bereits schon einen Beitrag online stehe. Und ja, jetzt aktuell ist gerade noch ein Pressetermin mit viele Journalisten. Das heißt, es folgt nochmal ein Beitrag hierüber. Und ja, für die Besucher wird dann am Samstag, 27. diese Brücke begehbar sein. Es hat zwei Drehkreuze dann. Dahinter und da vorne. Ah, tolle Sache. Man hat hier seitens von der Telekom ein 4G-Netz. Also man kann hier schnell mal Selfies posten in die sozialen Netzwerke, Medien. Und für alle, die kein Netz haben, es ist im Gespräch, dass hier dann, wenn Glasfaser liegt, soll hier dann auch ein WLAN-Empfang möglich sein. Wobei, ich sag's gleich, wenn viele Leute auf einem Haufen sind und sich in ein WLAN-Netz einschaltet, man merkt es ja überall in andere Festhalle, wo es öffentlich zugehbar ist, teilt sich natürlich die Leistung. Wobei Glasfaser ist natürlich recht schnell. Und hier noch ein Blick nach unten. Ich bin jetzt so direkt über dem Wasserfall. Das ist die höchste Stelle von der Brücke, 120 Meter über Grund. Genau, diese Brücke ist 450 Meter lang. Für alle, die das Video noch nicht gesehen haben, was ich online stehe habe, schaut es euch an. Ich mache in die Videobeschreibung auch den Link nochmal rein. Und es folgt natürlich auch noch ein weiterer Beitrag. Genau, am 6. Dezember wurden hier mittels Helikopter wurde ein Seil rüber gespannt, um dann anschließend die ganze Arbeiten von der Brücke hier vornehmen zu können. Und da gibt es auch noch einen Beitrag mit vielen Interviews. So, und ich beeile mich jetzt, dass ich vielleicht auch noch ein paar Interviews bekomme. Ich wünsche euch alles Gute hier. Däumchen heißt danke für die Berichterstattung. Direkt live hier von der Black Forest Line aus Tottenau, Ortsteil Tottenauberg. In diesem Sinn alles Gute, bis dann und tschüss.